Willkommen zurück auf dem Planeten Endarko, hier bei Ratchet & Clank Teil 2. Wir spielen gerade Clank. Wir sollten eigentlich Clank ursprünglich retten. Jetzt allerdings, wenn man aufs Select drückt, sieht man es, befreie Ratchet. So, und das finde ich geil. Wir haben jetzt eine Passage, wo wir ihn eben spielen können. Bin ich mal gespannt. Ich springe und halte in der Luft die X-Taste gedrückt. Ja. Kann ich das über. Ach, mit Dreieck kann ich das, glaube ich, abbrechen. Ich glaube, der konnte gar nicht schlagen. Im Teil 1, da gab es doch die Passage, da war man ein Raumschiff, ne? Da konnte man nur mit Ratchet hin, weil man sonst die O2-Maske brauchte. Und da konnte er gar nicht schlagen. Meinte ich. Naja, egal. Komm, wir fliegen jetzt mal runter. Da sind ein paar Gegner, die werden wir vermöbeln. Mal sehen. Ich glaube, mit Ratchet haben wir auch weniger Lebenspunkte. Die könnten ein kleines Problem vielleicht, sich als kleines Problem später entpuppen vielleicht. Ach ja, geil. Necrobots kommandieren. Genau, bla bla bla. Das hier sind die Necrobots. Bots. Hier haben wir ja, wie gesagt, die verschiedenen Formen, was wir machen können. Begrüßen. Aha, begrüßen. Hallo, begrüßt mich, bitte. So, wahrscheinlich dann so registrieren, dass sie einen dann wahrnehmen. Ab dann kann man die anderen einsetzen. Zum Beispiel warten, bleiben sie stehen. Das braucht man auch, ach, ich brauche das gar nicht zu erklären. Betreten. Mal folgen. Folgen ist so das Wichtigste. Komm. Ich glaube, hier komme ich nicht durch. Nee, genau, hier komme ich nicht durch. Das Ding ist nämlich, ich würde sofort eliminiert werden, glaube ich. Genau. Und ich werde jetzt die anderen opfern. Also ich bin. Boah, ich bin echt freundlich zu denen. Ich sage Angriff. Ein paar gehen drauf. Die anderen schaffen es durch. Und dann sage ich wieder Folge. Nein, nein, nein. Bleibt ihr wohl hier. Das Gute ist, genau, die werden sofort wieder respawnen. Allerdings an der Stelle, wo ich sie quasi befreit habe. Kommt mal mit. Folgen, folgen, folgen. So, und jetzt werdet ihr wieder die Drecksarbeit für mich machen. Ich greife nämlich an. Zack, bam, bam, bam. Leider sind zwei gestorben. Folgen. Oh, haben sie das auch mitbekommen? Oh ja, geil, sehr gut. Ich nehme jetzt außerdem, habe einen HDMI-Splitter gekauft. Vielleicht, eigentlich sollte die Auflösung jetzt besser sein. Was ist das denn? Brückenbot? Geil. Ist ja richtig lustig. So, erstmal folgen. So, der folgt mir jetzt erstmal. Kann ich, ich befehlige leider beide. Das bedeutet, wenn ich Angriff mache, könnte dieser Brückenbot auch angreifen. Und wenn er getötet wird, weil den brauche ich ja. Das ist dann wirklich. Okay. Fällt man da runter wahrscheinlich, oder? Mal gucken, ich drücke jetzt mal kurz die Brücke bauen. Bauen. Geht nicht. Was haben wir denn? Ah doch, da, Brücke bauen. So, und er. Oh geil, der Brückenbot hat mich getötet. Nee, ich halte mich gerade noch fest. Komme ich da vielleicht nochmal nach oben? Yeah, geil. Und jetzt kommt mit rüber. Hoffentlich verbuggen die sich nicht. Die müssen alle mitkommen. Weil am Ende ist dann so ein Tor, da braucht man dann alle. So war es zumindest im ersten Teil. Das finde ich richtig geil. Diese Vielfältigkeit hier bei Ratchet and Clank. Jetzt muss ich mal überlegen. So. Na. Ich sage jetzt mal Angriff. Und versuche. Ja, wunderbar. So mache ich das ab jetzt. Denn wenn jetzt einer sterben würde, dürfte ich wahrscheinlich nochmal zurückrennen. Höchstwahrscheinlich. Hebebot. Das wird ja immer besser. Und dann sogar noch ein Brückenbot. Alter. Was eine Armee habe ich denn hier? So, Brückenbot. Guck mal, das liegt hier im Weg. Ich will gerne, dass du es aufhebst. Mach das mal für mich. Alle durch. Und er lebt sogar noch. Gut. Also der Brückenbot, der. Obwohl. Nee, der hat sich wieder aufgelöst. Ach nee. Sehr gut. Der hat sich aufgelöst. Das heißt, den müssen wir wahrscheinlich bis zum Ende mitziehen. Also jetzt machen wir das gleiche nochmal. I say attack, please, and the next step is wunderbar. So, folgen. Nein, nicht heben. So, folg mal. Hier brauchen wir wahrscheinlich mehr Brückenbots, ne? Gibt's hier vielleicht noch was? Nee. Oder müssen wir hier einen anderen Weg einschlagen? Erstmal hier die Bolts einsammeln. Wir haben noch nicht. Obwohl, das haben wir nur mit Ratchet. Diesen Magnet. So, Brücke bauen, mal gucken. Kann er das so. Oh, der zieht es komplett durch. Das ist ja wunderbar. So, jetzt wird es vielleicht ein bisschen kritischer. Obwohl, ich sag einfach mal jetzt Angriff. So. Jetzt ziehe ich nach hier. Wunderbar. Jetzt den anderen auch noch. So kann es gehen. Und wir brauchen aber am Ende nur zwei. Also, das geht ja sogar noch. Da sage ich mal. Genau, betreten war das. Wenn ich Pech habe. Nee, sehr gut. Könnte er sich nämlich irgendwie verbacken zum Beispiel und dann gehen einfach alle rein. Die können wir hier nicht mehr folgen. Okay, vielen Dank für eure Dienste. Hier, ihr dürft warten. Beziehungsweise kann ich euch irgendwo freistellen? Begrüßung. So, mal gucken. Wir rennen jetzt hier einmal rum wahrscheinlich. Das ist nur so ein kleines, so eine kleine Tutorial-Phase, denke ich mal. Jetzt haben wir nämlich Ratchet befreit. Damit wir wissen, wie wir dann in der Zukunft verfahren können. Und jetzt holen wir uns das Experiment. Oh, unsere Leben blinken.
Mit Clank haben wir natürlich weniger, weil der auch eigentlich dementsprechend ziemlich nicht gut geupgradet ist. So, und geil! Hoho! Hydro! Dingsbums hier, Helikopter. Nee, ich komme gerade nicht auf den Namen. Sprung. Drücke die R1-Taste und die X-Taste. Heli, genau. Um Lücken zu überfliegen, musst du die X-Taste drücken und dann in der Luft die X-Taste gedrückt halten. Mhm, das ist richtig geil. Ich lass mich mal hier kurz runterfahren, weil ich nicht weiß. Ach so, ich gehe jetzt wieder zurück zum Schiff. Hier gab es noch ein Fragezeichen, glaube ich, ne? Da vorne, da kam ich doch, glaube ich, nur hin. Die letzte Aufnahmesession war vor 4 Tagen. Da kam ich, glaube ich, nur hin, wenn ich irgendwas hatte. Ich glaube, die Enterhaken waren das, glaube ich, ne? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hm, mal gucken. Wahrscheinlich muss ich hiermit nach oben. Und dann... Pass mal auf, ich bin ja jetzt hier. Ich muss hier lang. Ich kann doch jetzt mit Sicherheit einfach so runterfliegen. Ja, natürlich, das klappt doch. Machen wir es besser, machen wir es geschickter. Bam, gleich unten. Wunderbar, das ist ein Teleporter da. Ich glaube hier... Nee, hier war ich noch nicht. Außerdem über einen Düsenpack-Modus. Das Düsenpack funktioniert wie das Helipack, außer dass es sich eines Düsenantriebs bedient. Du kannst es im Gerätemenü auswählen. Ah, wir haben ihn. Das haben wir ja schon. Saugeil, Alter. Also hier, muss ich ehrlich sagen, ich bin echt überrascht. Im zweiten man wird richtig in den zweiten Teil reingeworfen. Weil beim ersten Teil war es so, da hat sich so langsam aufgebaut. Und man kennt es ja auch zum Beispiel, was weiß ich, von anderen Spielen, die auch eine Trilogie sind oder so. Da muss man auch immer wieder von vorne anfangen quasi. Hier ist es so, dass wie gesagt, weil ich Platin gehabt habe, zum Beispiel viele Waffen haben hier schon. Oh, die ist geil. Die ist auf jeden Fall richtig geil. Ich klicke mal gleich auf sie, auf die Blitzpistole. Für mich ist es eher eine Shotgun. So, der bringt uns wahrscheinlich zurück zum Schiff. Translokator aktivieren. Mhm. Verkäufer aktivieren. Wir sind jetzt wieder beim Schiff, genau. Aber zurückkommen wir wahrscheinlich so nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt 12.000 Credits. Ich glaube aber, genau, das hat 25.000 gekostet. Das kostet auch 20.000. Das heißt, so viel haben wir leider noch nicht. Werden wir aber schon bald ergattern können. Und ich freue mich dann schon, dann... Wir machen wirklich mal einen intensiven Part mit... Ach, wir können doch hier lang gehen. Wunderbar. Einen intensiven Part mit... boah, die kommen hier ja endlos raus. Noch mehr Schrott entdeckt. Ach so. Einen intensiven Part von dieser Arena. Da gibt es ja noch viel mehr Kämpfe. Nicht nur den einen Kampf. Ich habe den aus Versehen in der letzten Aufnahmesession öfters wiederholt. Einmal wiederholt. Aber ich bin nicht gestorben. Ich habe es durchgezogen. Gerade so, mit ganz wenig Leben. So, springen jetzt hier alles in die Luft. Bam, bam, bam. Her damit. Und leider dieses Reichtumsgefühl, das hatte man bei dem ersten Teil, weil da so viele Bolzen mal rauskamen, hat man hier leider nicht so. Au, was soll denn das, du kleines Drecksviech? So, dann gehen wir mal wieder nach hier oben. Was können wir denn hier so Schönes in Betracht ziehen? Das ist Schrott, ne? Genau. Hm, vielleicht hatte die Waffe, die wir hier bekommen, oder dieses Fragezeichen, was damit zu tun. Wir kommen dem Schrott näher. Oh Mann, die ziehen mir doch etwas ab. Naja, ich will dafür auch mal ein bisschen Munition haben. Bam! Geil, one shot and this fucking thing is dead. So, explodiere. Sehr gut. Und jetzt kann ich mich endlich so weiter fortbewegen wie... Oh, hoho. Mein Freund, du weißt nicht, was ich auf Lager habe. Was soll ich denn so Schönes abwerfen hier? Hm. Visionsbombe! Ha! Bam! Ach so, das ist wahrscheinlich ein Gegner, wo wir einfach nur fliehen müssen und gar nicht erledigen können oder erst später erledigen können. Gut. Gravebomben! Bam! Fast nächstes Level! Das ist es auch schon, das nächste Level! Und automatisch wird die Munition gefüllt, wenn man aufs nächste Level kommt. So, ich schieß mal kurz. Das war schlecht. Ich schieß mal hier rauf. Boah, ich habe gerade Schluck auf. Ein bisschen voll die geile Atombombe. Beziehungsweise die Bo... Aha. Nach da unten müssen... beziehungsweise Rauchwolke, die sich da auftut. Pass mal auf. Alter, alle weg, obwohl ich voll daneben geschossen habe. Aber die Stromklaue ist wirklich eine geile Waffe.
Ja, die kann man auch upgraden. Und wenn die Oh nein, jetzt bin ich den Weg quasi umsonst gegangen, weil ich immer noch nicht die... Und ich habe noch nicht mal die Magnetstiefel habe ich auch noch nicht, glaube ich. Ne? Wenn ich hier so auf die Geräte gucke... Nein, habe ich leider nicht. Das heißt, ich kann hier wieder zurückgehen. Falls das der Weg zurück ist. Ja, führt nämlich nicht zum Fragezeichen. Oder ich bekomme den hier. Und gehe dann zurück, weißt du? Ich komme hier so lang und dann... ich weiß es nicht. Vielleicht bekomme ich hier tatsächlich... Obwohl, ich habe ja die Magnetstiefel, wie gesagt, nicht. Das heißt, es wird nicht beides geben. Das wäre unlogisch, wenn es beides geben würde. An einem Fragezeichen. So, jetzt gucken wir mal. Das führt mich... Doch, das führt mich zu dem einen Fragezeichen. Aber was, wo führt der Weg dann hierhin? Zum Gold, Platinbolt wahrscheinlich, ne? Kann ich mir gut vorstellen, dass hier dann Platinbolt einfach nur versteckt ist. Ja, komm, Gegner hier. Yo! Jetzt gucken wir mal. Das Geile ist, dass es pausiert. Mini-Atombomben sind es jetzt schon. Was mache ich denn so Schönes hier mal? Verfolgerpistolen. Oh, die ist aber richtig geil hier. Die ist ultra schnell. Nicht schlecht. Ich schieße hier einfach mal ein paar ab und die machen auch ziemlich großen Damage. Diese Waffe lohnt sich anscheinend. Aber wahrscheinlich gegen Bosskämpfe nicht so stark. Und wie gesagt, diese Waffe hier, dieser schwere Lancer, der ist echt, boah, richtig geil. So, Wurfscherne will ich auch nochmal upgraden. Habe ich bisher auch noch nicht. Jetzt kann ich irgendwo hier bestimmt raus, oder? Irgendeine Tür hat sich geöffnet, der den zum Ausgang verweist. Speicherpunkt, Verfolgerpistole, Visionbombe, zwei Köderhandschuhe. Hallo, Schwachköpfe. Da sich meine Jungs mal wieder extrem blöd angestellt haben, dachte ich, ich kümmere mich mal persönlich um euch. Das wird... mein Freund, du wirst keine Chance gegen mich haben, du Dreckskind! Ah! Ja, ich wurde getroffen. Au, au, au. Au, 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 au. Verfolgerpistole, Verfolger, Verfolger, Verfolgerpistole. Bam. Eine hat nur getroffen, unglaublich. Hä? Okay. Die haben doch eine schlechte Trefferquote. Muss ich ehrlich sagen. So, ein paar Sternchen noch drauf. Der Dicke will auf die Fräse bekommen. Oh, ich bin tot. Verdammt. Ich war wahrscheinlich mit nicht so viel Leben bestückt. So, blam, 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 blam. Wie viel zieht das denn ab hier? Na, es geht. Könnte besser sein. Wow, wow, wow. Oh. Das zieht richtig viel ab, Alter. Da ist er ja gleich schon weg. Oh, warum springe ich denn da runter? Ich bin so ein Profi hier. Ist doch unglaublich. Aber sehe ich das richtig? Die Itemblöcke, die bleiben hier. Das ist ja eine reine Luxusquelle hier. Das wird dir ganz bestimmt mehr wehtun als mir. Das werden wir ja sehen, du Dreckskind. Hey, pass auf. Ich hab das Ding eben erst poliert. Ich soll aufpassen. Dann soll er sich nicht mit mir anlegen, der kleine Strolch, du. Was denkt er, wer da ist? Mann, Mann, Mann. Dreckskind, oh. Nur weil der groß ist und geil aussieht und böse aussieht, heißt das nicht, dass er geil aussieht und böse ist und groß ist. Okay, mein Freund. Boah, ich bin so geskillt, Alter. Ich kann auch hören wie du. Ja, der Typ ist gleich weg. Aua. Boah, ich glaube, die Dinger ziehen jetzt mehr als eine Lebensleiste ab. Bam, bam. Der Akku ist gleich alle. Geil. Und weg ist er. So, schnell noch bevor... Und Nanotechnik gleich nach oben gegangen. Geil. Ich brauche Hilfe. Ja, wir sind Ratchet. Ich helfe keinem hier. Was ist das denn? Ach so, das war noch nicht mal das Fragezeichen. Das bringt mich jetzt wahrscheinlich zum Fragezeichen. Jawohl. Ich bin mal gespannt, was es zum Dank gibt. Ich hoffe ja, es ist der Enterhaken. Aha, so. Hey, mein Easter Egg. Weingut und mein Schwunghaken. Nein, beides? Jack and Dexter heißt es, glaube ich, ne? Aber beides bekomme ich, Alter. Das feiere ich gerade. Juhu! Geil! Das ist mein Bruder hier. Der... So, komm, wir gehen weiter und ich feiere es gerade einfach. Ja, ja, ja. Ja, brauchst mir nicht nochmal erklären, Frau Mensch. Bla, 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 bla.
Mit denen hatte ich manchmal Probleme, weil ich immer so ungeduldig bin, weißt du? Ich drück dann O, dann denke ich, ach, klappt doch nicht. Dann drücke ich jetzt sofort wieder O. Huch, ach, geil. Jetzt können wir die sogar nach unten ziehen hier. Das ist cool. Und ab zurück zum Schiff. Wir haben hier alles auf dem Planeten erledigt, wie du gehört hast. Außer natürlich den Platinbord eingesammelt. Aber ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Ja. 15.787. Und hier liegen wirklich viele Munitions... nicht Items, sondern Munitionskisten rum, die meine Waffen wieder bestücken. Was sich ein bisschen komisch anhört. So, jetzt können wir aber... Boah, wenn ich das Hoverboard-Rennen machen könnte, obwohl ich habe noch gar kein Hoverboard, glaube ich. Ne? Das muss ich mir vorher erst wieder irgendwo klauen, beziehungsweise erspielen bestimmt. Irgendwie solche Nebenmissionen machen für sie. Hier haben wir alles erledigt. So, hier haben wir alles erledigt. Nur noch hier, wie gesagt, auf dem Planeten Barlow. Finde die Wüstenfahrer, erkunde die alten Maschinen. Das ist unser Ziel. Da fliegen wir jetzt hin. Wir haben Clank gerettet. Und wahrscheinlich ist leider das Hoverboard ein bisschen... Oder die stellen eins zur Verfügung, ein Hoverboard. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das wäre richtig cool. Und dann so auf dem... Bei solchen Sanddünen und alles. Boah, das wäre richtig geil. Das würde ich feiern.